Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Eigentlich sollte ich dieses Video hier gar nicht aufnehmen, weil ich bin krank und ich sehe aus wie eine Mülltonne und ja, deswegen ist das jetzt auch nicht das krasseste Video der Welt. Wir machen nämlich einfach ein CC-Shopping-Video und ein Haul hängen wir noch hinten dran. Ich habe auch nicht viele Sachen, die ich euch dann zeigen kann, weil ich jetzt nicht so viel gefunden habe. Aber ich werde alles, was ich hier gefunden habe, in der Videobeschreibung verlinken. Wundert euch nicht über meine Stimme, weil ich bin einfach krank und es kann sein, dass ich eventuell mal Huster oder Nieser rausschneiden muss. Wundert euch einfach nicht, wenn irgendwas in dieser Art passiert. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was ich mir hier alles rausgesucht habe, denn ich habe erstmal ein bisschen bei Simiracle rumgestöbert. Dort hat sie aber gar nicht so viel neue Sachen hochgeladen. Aber ich habe trotzdem zwei Sachen gefunden, wo ich dachte so, ja, das brauche ich in meinem Spiel. Nämlich zum einen diese Haare, die ihr jetzt schon die ganze Zeit bewundern konntet für Kinder und Kleinkinder. Werde ich auch wahrscheinlich für beide runterladen, weil ich finde die Haare sehr schön. Ist zwar, also eigentlich mag ich das bei Kleinkindern nicht so, wenn die so lange Haare haben, aber manchmal sieht es dann halt doch sehr süß aus. Und ja, und dann noch für Jungs eine Frisur für Kinder und Kleinkinder, die ich auch sehr schön fand. Die fand ich bei Erwachsenen nicht so schön, deswegen habe ich die als Erwachsenen-Dings nicht. Aber ich fand die hier sehr schön für Kinder und so. Und ich dachte, da werde ich das dann auch eher nutzen. Dann gehen wir jetzt aus The Sims Resource. Da habe ich jetzt die meisten Sachen gefunden. Ich wollte auch erst bei Lana CC Finds was gucken, aber mein Problem bei ihr ist immer, dass sie sehr, sehr viel reblockt und vor allem, dass sie viel reblockt, wo man halt auch nur rankommt, wenn man halt über Adfly dahin geht und das sind halt so Sachen so, es ist jetzt nicht so mein Lieblingsort und deswegen habe ich diesmal dort nichts rausgesucht. Ja, aber wenn euch das nicht stört, dann könnt ihr dort gerne hingehen. Müsst ihr einfach bei Google Lana CC Finds eingeben und dann findet ihr das direkt. Jedenfalls habe ich auf The Sims Resource diese Haare hier gefunden. Die habe ich aber schon vor einiger Zeit eigentlich gefunden, aber da war The Sims Resource down und dann konnte ich sie nicht runterladen. Deswegen hoffe ich, dass es diesmal funktioniert, weil ich finde die Haare echt schön und ich würde die sehr, sehr gerne benutzen. Und dann dieses Kleid hier. Das sieht aus, als wäre es inspiriert worden bei einer asiatischen Dame. Wahrscheinlich irgendwas K-Pop-mäßiges. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Es ist mir auch egal, weil ich finde das Kleid einfach schön. Also diese Variante dazu nicht so, aber die finde ich sehr, sehr schön. Und die möchte ich gerne haben. Dann dieses Oberteil habe ich gefunden in meinen Vorschlägen und dachte mir so, yes, girl, ich brauch's. Es sieht einfach sehr, sehr cute aus und ich brauche es in meinem Leben. Das werdet ihr mich noch sehr oft sagen hören. Dann dieser Badeanzug. Ja, ist halt ein Badeanzug, finde ich sehr schön. Und ich wollte neue Augenbrauen haben, deswegen neue Augenbrauen halt. Ich werde noch mehr Augenbrauen zur Verfügung stellen hier, beziehungsweise habe ich gefunden und dachte mir so, yes, die brauche ich. Die Haare fand ich auch sehr, sehr schön. Dann dieses Bralette-Set fand ich sehr schön, was man hier sehen kann. Finde ich sehr, sehr cute. Werde ich sicherlich auch ganz oft nutzen. Dann habe ich das hier gefunden. Das ist schon etwas älter, von 2014. Aber ich finde es echt schön. Und von Sims 2 Fan, bla, der macht ja auch, oder die, ich glaube der, macht ja auch sehr gute Sachen. Und ich denke, dass das auch gut funktionieren wird und einfach schön aussehen wird. Wird schon irgendwie passen. Dann Bodysuit. Finde ich sehr, sehr schön. Oh, das ist sogar ein Swimsuit. Nicht nur einfach ein Bodysuit. Oh, es, excuse me. Aber finde ich auch sehr schön. Dann nochmal von Shake Productions. So ein Oberteil. Kann man nicht genug haben in seinem Spiel. Jetzt aber ein Bodysuit. Ein sehr schöner. Wo ich mir dachte, ja, den würde ich auch anziehen. Deswegen brauche ich es in meinem Spiel. Leute. Dann noch ein Swimsuit.
der sehr, sehr schön ist. Sehr knapp auch, aber er ist schön. Ich brauche es einfach. Dann habe ich hier das hier gefunden für die kleinen Kinder. Was ich sehr, sehr niedlich fand, weil... Excuse me, guckt es euch auch einfach mal an, ja? Ich brauche es so sehr beim Spiel. Dann diese Haare, die habe ich jetzt ja auch dann für Kleinkinder und Kinder. Hatte ich ja zuerst gefunden. Aber ja, ich brauche es. Dann diese Haare, die fand ich auch sehr schön. Also, me like. Und noch weitere Augenbrauen. Das war es jetzt auch erstmal. Und ja, wenn ich noch mehr finde, melde ich mich da zurück. So, wir sind jetzt im Cast, man sieht mich nicht mehr, weil ich finde, man sollte sich jetzt darauf konzentrieren, wie das mit den Haaren und so, mit den ganzen Sachen, die ich runtergeladen habe, funktioniert. Und die erste Frisur sieht schon mal sehr schön aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Dann hatten wir das ja auch für Kids. Mal gucken, ob die... da auch so gut funktioniert. Stoppen Sie das. Da haben wir sie. Und es sieht sehr gut aus. Schön. Das gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir die Frisur hier für die Jungs. Und ja, die ist ganz schön. Funktioniert auch alles, so wie es sein soll. Und die hatten wir ja auch nochmal für die Kids. Ich denke, da sollte auch alles funktionieren. Warum hast du eine Mädchenfrisur auf? Ich weiß, ich möchte nicht dein Gender judgen, aber ja. Hier sieht auch alles tipptopp aus. Das ist sehr schön. Immer gut, wenn Sachen funktionieren und auch so aussehen, wie man sich das wünscht. Das ist die nächste Frisur. Die sieht auch super aus. Gefällt mir richtig gut. Bleibt auf jeden Fall beim Spiel drin. Also, me like. Wow. Wow. Wie schön kann eine Frisur bitte sein? Als nächstes hatten wir dieses Kleid hier. Und auch das sieht sehr schön aus. Und auch in-game, finde ich, sieht das auch gar nicht so bad aus. Weil das war ja eigentlich eine Sache, wo... Entschuldigung, das irritiert mich gerade. Das war ja auch eigentlich eine Sache, wo ich mir dachte, so, werde ich das jemals nutzen? Aber es sieht beides sehr schön aus. Und dann hatten wir diese Oberteile hier. Also beziehungsweise dieses Oberteil. Und wow, es sieht noch schöner aus als auf dem Bild, finde ich. Und das gefällt mir richtig gut. Ich bin sehr zufrieden damit und freue mich, dass ich das jetzt in meinem Spiel habe. Das ist der Badeanzug, den ich runtergeladen habe. Der sieht auch sehr schön aus. Hat halt gar keine Swatches, was sehr schade ist. Aber er sieht auch so sehr schick aus. Und so, wie ich es mag. Als nächstes haben wir die Augenbrauen. Das ist die 144. Und die sehen auch nice aus. Die gefallen mir sehr gut. Ja. Freue mich, dass ich neue Augenbrauen in meinem Spiel habe. Dann haben wir die Haare hier. Auch die sind sehr schön. Funktionieren gut. Gefallen mir gut. Bleibt in meinem Spiel drin. Dann haben wir die Bralettes. Das müsste das hier auf jeden Fall sein. In verschiedenen Swatches. Was ist das denn? Huch. Ich erkenne es nicht. Dann das hier. Sieht auch schön aus. Und der hier, der gefällt mir auch gut. Auch wenn er in hellen Farben irgendwie zu krass texturiert ist. Also das gefällt mir nicht so. Aber in schwarz gefällt er mir sehr gut. Und ich werde den wahrscheinlich eh nur in schwarz nutzen. Ich weiß nicht, ob der da auch noch zugehört. Oder ob das zu einem anderen Lingerie-Pack, was ich mir mal runtergeladen habe, gehört. Aber, ja. Ich tue es hier einfach noch mit rein. Als nächstes haben wir das hier. Das sieht auch sehr schön aus. Sieht zwar... Das ist nur ein Recolor. Dementsprechend passt es auch gut in den Style hier rein.
Ah, okay. Aber es sieht sehr schön aus und es gefällt mir sehr gut. Ich dachte gerade, hey, warte mal. Warum besitzt hier keine Schraubenschlüssel? Aber es ist kein eigener Mesh. Also schon, weil es ja nicht derselbe Mesh ist wie der hier. Aber an sich, das Dings wurde nicht selbst erstellt, sondern quasi nur gerecolored. Aber trotzdem sieht das sehr cool aus, vor allem weil es so schimmert und so. Das gefällt mir sehr gut. Als nächstes haben wir diesen Swimsuit. Und der sieht echt schön aus. Ich finde es nur ein bisschen extrem, das hier und so, ne? Aber ansonsten finde ich den sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Deswegen bleibt es auch in meinem Spiel drin. Das ist das nächste Oberteil. Und auch das sieht sehr schön aus. Ist zwar auch ein bisschen stärker texturiert, aber nicht so extrem, als dass ich sagen würde. Nee, das passt gar nicht in mein Spiel so. Und ja, aber es sieht sehr schön aus. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir den Bodysuit. Und auch der sieht sehr schön aus. Und wir gucken jetzt mal kurz nach der Hose, damit wir sehen, wie das dann aussehen würde. So würde das dann als Beispiel aussehen. Sehr hübsch natürlich, ne? Die Dame hat auch einen sehr schönen Poppes, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja. Aber nee. Es gibt natürlich Hosen, wie immer, wo das dann so ein bisschen hier glitscht und dann der Bodysuit über dem Ding ist. Aber bei der hier zum Beispiel funktioniert es sehr gut und das ist sehr, sehr schön. Sieht gut aus. Als nächstes haben wir den Swimsuit. Ein Badeanzug. Sieht auch sehr schön aus. Aber auch hier wieder das Problem. Aber ich möchte die trotzdem in meinem Spiel lassen, weil es sieht einfach so schön aus. I can't. Aber könnt ihr bitte aufhören, so einen Poppes zu machen? Das funktioniert nicht. Könnt ihr bitte einfach einen ganz normalen Badeanzug erstellen? Danke, tschüss. Dann hatten wir für die Kids ja den süßen Hoodie hier. Und, oh mein Gott, ist doch süßer in-game. Ich brauche es einfach. Es muss immer im Spiel bleiben. Es ist so schön. Ah! Dann haben wir jetzt hier noch die Haare, die ich hier auch für Kinder und Kleinkinder habe. Sieht auch bei Erwachsenen natürlich sehr schön aus. Ist natürlich auch das Original. Sieht super aus. Gefällt mir. Bleibt genauso im Spiel drin. Und direkt daneben sind die Haare, die ich auch noch runtergeladen habe. Und die sind auch sehr schön, gefallen mir sehr gut. Auch das bleibt natürlich im Spiel drin. Dann habe ich noch die Augenbrauen als letztes. Und auch die sind sehr schön. Die gefallen mir sehr gut. Ja, gefällt mir. Alles, was ich runtergeladen habe, ist gut. Und das freut mich sehr. Weil es ist ja so oft so, dass wenn man was runterlädt, dann sieht es am Ende nicht so aus, wie man möchte. Oder irgendwas ist nicht so toll doch, oder man findet es sowieso nicht mehr so schön. Und da ich ja sowieso in nächster Zeit noch mal ein bisschen ausmisten möchte, was meinen CC angeht, ist es ganz gut, wenn ich dann nicht noch von den neuen Sachen direkt auch wieder was rauswerfen müsste. Und das ist sehr schön. Mir gefällt es sehr gut. Und wie gesagt, alle Links zu den Sachen sind in der Beschreibung. Wenn ihr also auch etwas davon runterladen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Und man sieht sich dann hoffentlich bei einem neuen Video wieder, wo wir dann eventuell mit dem CC spielen. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen, aber wir werden irgendwas machen wahrscheinlich. Hoffentlich dann auch wieder gesund und normal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wie schon gesagt. Und bis dahin, tschüss!